Hallo und herzlich willkommen zur 71. Folge in der vierten Staffel von Space Engineers hier auf MyBohazard TV. Ich bin Sizewing und begrüße euch zusammen mit Nils und Heiko. Hallo. Oh, im Chor. Yo. Und das ganz ohne Training. Mein Gott. Ja. Muss ja auch bestimmte Sachen kann man. Genau, die kann man einfach, genau. So, ja, ich bin jetzt gerade dran und versuche irgendwie hier in Richtung einer Brücke zu kommen, dass ich da entsprechend was bauen kann. Daran arbeite ich hier gerade. Mhm. Arbeite weiter am Terminal. Also ich brauche sehr bald wieder eine Stahlplattenlieferung. Ist ja also erstmal eine Bestellung, die hole ich mir nach. Liefer erstmal Eisen, dann können wir über Stahlplatten reden. Ja, das würde ich ja im Gegenzug mitbringen quasi. Das musst du schon vorher mitbringen, sonst musst du halt warten. Ja gut, das stimmt wohl. Aber gut, bei euch ist ja eigentlich alles relativ schnell produziert. Ja, das schon. Ja. Wie viel brauchst du? Für den Hangar. Ich muss den kompletten Hangar ausstatten quasi. Ich hoffe, du machst halbe Wände, Heiko. Ja, ich mache natürlich halbe. Sind zwar auch ein paar ganze Blöcke drin, weil es halt besser aussieht, aber hauptsächlich halbe. Ja. Also ich sag mal so, ich baue allein 6 Hangar-Tore. Das sind schon mal 7000. Was, 6 Hangar-Tore sind doch nicht 7000 Stahlplatten? Ach Quatsch, nee. Komm, ne, verrechnet. So, warte, Das sind keine Raffinerien, Heiko. Nee, ich weiß. Da wird die Zahl erstmal hinkommen dann. Ja. 100. 1050. Nee, sind 2100. Klingt schon besser, ne? Nicht viel, aber ja. Du Riedenschauer. So, als kannst du die Tür einrichten. Glaube ich. Ja. Okay. Und du müsstest noch die Treppe setzen. Okay. Kann ich nicht setzen. Ach, du hast die DLC nicht, ne? Ja. So. Wir können unten natürlich jetzt eine riesen Halle reinbauen, quasi. Hm. Durch so ein kleines Hangar bauen, dann könnte ich auch mehr reinsetzen, aber es ist halt ohne Ende Arbeit. Oh, wieder ein Lag. Ich hab jetzt ein bisschen mit deinem Jäger, glaube ich, locker hier in den Hangar oben reinkommen. Platz sollte das reichen. So. Also, wie viel Startplatten nochmal? Allein 2100 für die Hangar-Tore. Mach mal mindestens 5000. Ja, wie viel Material er braucht. Ja, aber die habe ich bestimmt auch schon hier im Terminal verbaut. Das kann ja.
Natürlich nicht. Vielleicht daran, dass ich einen doppelten Boden habe, aber. Ja. Ach, kann sein, dass ich die Förderbandanlage nochmal umbauen muss. Habe ich ja gar keinen Bock drauf. Hoffentlich passt das mit dem Platz. Ja, und dann wird es auch langsam knapp mit dem Eisen. Dann haben wir nur noch 70.000 auf Lager. Nur noch. Ja. 5.000 Startplatz sind jetzt locker mal 103.000. Habt ihr gerade den Underpad frei? Oder? Ja, haben wir. Aber nur für Jäger. Dann schaff mal ein Landepad für die Rocky frei, dann komme ich dann wieder. Die eins ist doch frei für Rocky. Okay. Ja, die 1 ist frei, ja. Gut, dann bin ich nicht jetzt mal auf dem Weg mit dem Eisen. Nils, du musst doch wissen, welche Pads frei sind als Fluglotse hier. So, ich bin nicht darum gekümmert die letzten 2 Wochen? Nee. Also ich muss jetzt mit dem neuen Unlock-System arbeiten. Aber du hast den Tower gebaut. In so Eisen. Heißt nicht, dass ich da aktuell einen Überblick habe. Oh, das war Input. Eisen müsste der gewesen sein. Ja, Eisen ist an. Mal gucken, wie gut das ist. Mit... 1 ist frei. Okay. So. Dann wollen wir mal gucken. Also. Das Pad, auf dem Rocky auch gebaut wurde. Von daher. Wo steht der Düsenkörper nochmal? Der ist geparkt hier unten zwischen Basis und Solar. Stimmt, ja. Das steht da rum. Leicht beschädigt immer noch. Sie sind leicht beschädigt. Na, weil er irgendwann von irgendwas getroffen wurde. So, jetzt wird's tricky. Und deswegen wir auch irgendwie jetzt doch schon Gedanken hatten, das nicht doch abzubauen vielleicht, ne? Ja. Ja. Boah, das ist jetzt knifflig. Ich glaube, ich hätte jetzt lieber eine Kamera, um ehrlich zu sein. Wo bist du? Was? Oder bist noch nicht am, du bist noch nicht am Anflug, oder? Nee, ich dock gerade an den Verbinder an, den ich für den Frachter vorgesehen habe. Oh. Was oh, schön, warte. Komm ich dich mal abholen, ne? Na? Komm ich dich mal abholen? Ja, mal 10. Oha, zu hoch? Runter, runter, runter. Ja, C. So, ich mal noch ein bisschen vor. Also ich empfehle, eine Kamera am Verbinder anzubauen. Dann bau doch eine an. Das wird auf den Frachter bezogen. Im Frachter brauche ich keine Kamera. Das sieht schon irgendwie komisch aus, wenn der Rocky so eine Seite angedockt hat. So, dann gucken wir mal in der Tat. Warum schiebt er denn das Eisen jetzt nicht rüber? Weiß nicht. Aber ich finde, er hat alles einziehen nicht gemacht. Weiß ich nicht. Ist deine Sortieranlage. Ja, ich weiß. Kannst nur du beantworten, warum er das nicht macht, was er soll. Ich muss komplett ein Leer machen, damit er alles raussaugt, ne? Ja. Normal schon, ja. Jetzt einmal, muss ich jetzt einmal jeden nachjustieren. Hat es das nicht gemacht? Okay.
Dann gucken wir jetzt nochmal in den Tag. Ah, das sieht schon besser aus. Man weiß es ja, das sind jetzt krippelige Vollmacht, ne? Ja, hab ich kein Problem mit. Heiko muss ja fliegen mit dem Teil. Ich begleite ihn. Warum noch nicht? Als Bora ist nicht voll. Bora befüllt er nicht. Ich selber schieben. Bora sind dafür wahrscheinlich nicht vorgesehen. Okay, jetzt habe ich kein Eisen mehr. In der Basis. Doch da, in Sotter selber habe ich noch Eisen. Gut. Also so viel Eisen ist, ja, ist das glaube ich gar nicht, weil ich da teilweise was geholt habe und dann nochmal was anderes. Aber ich meine, ich hätte auch über 200 Tonnen gehabt. Passt irgendwie nicht. Egal, mit den 180 oder was das sind, müsste das noch klappen dann. Und Abflug. Ich bin gerade angekommen. Ja, ich war ein bisschen, dass ich auf dem Mond angekommen bin. Also der ist nur längst nicht voll, das auf jeden Fall nicht. Irgendwo muss noch ein bisschen Eisen jetzt sein. Du musst ziemlich nah gerade, ne? Was? Ach. 18 Meter, ich wink mal rüber. Ja, 17 Kilometer noch. Hm? Was hast du da? Alles gut, alles gut. Du hast nichts mitbekommen. Oh. Du bist so auf 10 Meter nah dran. Du sollst noch nicht immer rammen. Hab ich nicht. Ich setz mich jetzt genau vor ihm. Wenn ich es hinkriegen würde. Ja. Also leck. Oh. 9 Kilometer noch. So, jetzt müsstest du mich sehen. Wer? Ich? Nee, Heiko. Was sagen? Boah, der ist zu langsam dafür. Heiko, wie schnell fliegst du? 139. Okay, ich flieg 142. Fürs Flug, einmal durch den Mond. Ab. Noch habe ich keine Gravitation. Jetzt habe ich Gravitation. Warte mal, theoretisch kann ich mich sogar an dein Schiff andocken, dann hast du noch die Bremstriebwerke. So, aber nur wenn ihr euch mit Blockverbinder verbindet. Dann haben wir ja dran. Ja, ich aber nicht. Ja doch. Fuck, 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 fuck. Nee, nicht den normalen Verbinder, den richtigen Blockverbinder. Ja.
Heiko, alles gut bei dir? Ja, mein Schwierigkeitsgrad ist gegangen. Was ist denn da hinten? Scheiße bauen. Ich habe mein Schwert gehangen, deswegen bin ich leicht dran vorbeigeschlittert. Leicht. Da vorne haben wir ein Landepad, ne? Ja. So, erst die Emma, die Rocky, aber bitte Landerlaufen ist. Erlaubnis kann gerade nicht erteilt werden, da der Fluglotse nicht im Tower ist. Nice. Rocky hat Da musst du einfach Landefreigabe für erstmal Pad 1. was? Was? Rocky hat Landefreigabe für Pad 1. Ach, bist du Ah, ist oben? klar. Wenn kein anderer da ist, muss ich das halt machen. Na, du sitzt aber oben auf der Pineapple Ecke. hat Landefreigabe für Pad 3. Danke. Ich wollte jetzt gerade schon eigentlich oben ins Glas schießen. Weil ich dachte, dass du da drin bist. Nein, bin ich nicht. Oh, das war die falsche Taste. Die kann bei dem Schiff sehr verheerend sein, die falsche Ja, ich Taste. habe die Windows-Taste gedrückt auf meine Tastatur. Na gut, die ist bei dem Schiff jetzt nicht verheerend, aber. Ja, schon, wenn du dich noch bewegst. Ja. So, also Lieferung ist da. Ja, Startplatten dürften auch durch sein. Oh, die Nieder lassen vor, Mann, ne? Langsam, ja. Betonung liegt auf langsam. Ich korrigiere es doch, erst die Hälfte fertig. No energy. Energy low. Kein Grund, immer gleich zu verrecken. Na, wahrscheinlich verreckt er deswegen. Das passiert aber, glaube ich, auch nur, wenn du draußen im All bist, oder? Wo es kalt ist. Weil wenn die Energie aus ist, ist die Heizung vom Anzug ja aus. Dann erfriert er wahrscheinlich einfach. Wahrscheinlich, ja. Ich habe mich jetzt doch fürs Industrial-Cockpit entschieden. Ich hatte keinen Bock, da jetzt ewig lange rumzubasteln wieder. Wie viele Sitzplätze hast du? Zwei dann. Ich baue zwei Cockpits ein. Okay. Das ist für einen Co-Piloten. Deswegen ist zwar nicht mittig das Cockpit, was denn vielleicht das Fliegen teilweise ein bisschen blöd macht. Ich glaube, mittig wäre es echt besser fast schon, ne? Aber. Ja, das mit der ganzen Cockpit-Geschichte da hinten, das gefällt mir nicht so richtig. Das ist so. Gefällt mir nicht. Also einfach die Anordnung, weißt Ansonsten brauchen wir einfach ein großes hin. Also, was du ja vorher vorhattest. Will wahrscheinlich auch nicht schlecht aussehen. Weil mit Glas halt und so. Ja, aber da der Punkt ist, da komme ich nicht so auf die Idee gerade mit dem Übergang, weißt du?
überlegt, in so einen kleinen Sockel quasi, wie eine Säule, so einen kleinen Sockel nach oben und dann oben ein Cockpit so drauf, so nach dem Motto. Ja. So. Ach, ich weiß. Aber ich kann jetzt auch mein Werkzeug mitnehmen. Aha. Kannst du ja. Ist ja gerade gar nicht belüftet, fällt mir gerade so auf. Sollte aber. Ich habe hier O2 Ach so, Nils hat eingerissen hinten. Sollte aber nicht die Ursache dafür sein. Doch, No. Ich hinten. sehe ein kleines Loch. Ach nee, du hast, stimmt, du hast den falschen Block wieder genommen, Nils. Habe ich? Ja, Ja. komm hier Oh, toll, da unten ist offen. hin. Du hast hier überall wieder diesen Block genommen gerade. Ja, die anderen sind nur damit, weil ich zu viel Stahl im Inventar hatte. Heiko, nochmal Stahl bitte weg. Jo. Hättest ja auch einfach entlüften können. Ich bin gerade zu blöd, Fenster einzubauen. Jetzt haben wir mehr Sauerstoff. So, jetzt gucken. Ganz normal, das 1x2 Fenster hätte ich gerne. Kann denn so schwer sein? Ja. Offensichtlich schon. Ja. 1x2. Einmal. Richtig rum. Gut, aber wir überziehen schon wieder, die Folge ist schon wieder zu Ende. Jetzt hat den Raum entlüftet. Falschen Block gesetzt. Passiert. Passiert. Ich kriege keine richtige Cockpit-Idee. Ich bastel gerade hin und her. Ich werde das schon noch mir was einfallen lassen. Aber dazu dann mehr in der nächsten Folge, denn die ist ja schon wieder seit langem zu Ende. Wir verabschieden uns ganz schnell einfach nur noch und sagen tschau, tschüss und ja, wie immer, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.